Willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Paul. Ja, jetzt geht's weiter mit einem Getränketest. Ja, und zwar, wir kennen ja alle Fanta Exotik. Die gab es ja ganz früher, glaube ich, irgendwann mal in Deutschland. Weiß ich leider nicht mehr wann. Da gab es sie nicht mehr. Nur noch im Dönerladen als Exportprodukt. Also in Deutschland gab es sie nicht regulär. Und dann haben sie sie 2019 irgendwie regulär eingeführt. Da ist es irgendwie an mir vorbeigegangen. Jedenfalls gibt es jetzt Fanta Exotik mit Pfand. Also regulärer Pfand, nicht aufgeklebt. Gibt es bei Netto, Edeka, überall eigentlich. Und das wundert mich jetzt, weil ich habe Fanta Exotik auf jeden Fall schon mal getestet. Deswegen müsste ich das jetzt eigentlich nicht nochmal testen. Ich mache das aber trotzdem, weil hier eine andere Rezeptur drin ist. Ich habe überall gesucht, ob es noch die Import-Fanta gibt, aber die haben die auch jetzt irgendwo überall rausgenommen. Selbst der Dönerladen, der immer diese, ich weiß jetzt nicht, Fanta Exotik aus Albanien oder so da hatte, oder aus Irland, der hat jetzt nur noch Fanta Exotik aus Deutschland. Genau, ich habe sie damals aus Irland getestet. Und jetzt gibt es sie, wie gesagt, aus Deutschland. Ja. Also sieht das Ganze aus. Hier ist Zucker drin, aber trotzdem sind hier Süßungsmittel drin. Finde ich jetzt nicht so geil. Auf der offiziellen Coca-Cola-Website steht die nicht aufgeführt als deutsche Sorte. Aber muss es anscheinend doch sein. Naja, gut. Zutaten sind Wasser, Zucker, Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat, Kohlensäure, Pfirsichsaft aus Pfirsichsaftkonzentrat, Apfelsaft aus Apfelsaftkonzentrat, Säuringsmittel, Zitronensäure, färbendes Lebensmittelkonzentrat aus Karotte und Färbedistel, Säuringsmittel, Zitronensäure. Säuringsmittel ist die Apfelsäure, Passionsfruchtsaft aus Passionsfruchtsaft-Konzentrat. Süßungsmittel sind Acesulfam K und Aspartam. Naja, scheiße. Natürlich das Aroma, Stabilisatoren E414, E445 und E412. Ja, das sind 330 Milliliter. Und in dieser ganzen Dose hier drin sind 86 Kalorien drin und davon Zucker sind hier 20 Gramm drin. Wieso hat man dann Süßungsmittel drin, wenn hier 20 Gramm Zucker drin sind? Naja. Bin ich mal gespannt drauf. Ja, sie riecht so wie die Fanta Exotik, die wir alle kennen, aber man merkt im Geruch schon, dass es ein bisschen schwächer ist, der Geruch. Ja, naja, ich nehme jetzt mal den ersten Schluck. Ja, gut, hat einen typischen Fanta Exotik Geschmack. Fanta Exotik war mal eine Zeit lang mein Lieblingsfanta. Farblich sieht es auch aus wie die normale Fanta Exotik. Also mit der normalen Fanta Exotik meine ich jetzt die, die es nicht bei uns in Deutschland gibt. Also die aus Albanien, Irland. Ich glaube, die gibt es eigentlich in jedem Land so gut wie. Gut, vielleicht jetzt nicht in sonst wo, aber. Eigentlich sollte es die überall geben. Also man schmeckt hier den Fanta Exotik-Schmack heraus. Das ist ja so ein Fruchtemix aus Pfirsich, Orange, Passionsfrucht. Genau. Schmeckt eigentlich sehr lecker, aber man hat hier schon diesen Süßungsmittelgeschmack bei. Also, ich finde, man schmeckt ihn nicht so ganz stark heraus. Aber trotzdem ist er auf jeden Fall hier drin. Also, das kann ich schon mal nicht empfehlen hier. Ich würde sagen, holt euch diese Sorte nicht. Also, unterstützt das einfach nicht. Ich würde mir tatsächlich eher eine Import-Fanta für 2 Euro kaufen, als diese hier zu trinken, weil da möchte ich lieber kein Gift trinken hier, weil Aspartam und sowas hier ist alles nicht vertretbar. Ja, würde ich sagen, das schmeckt trotzdem gut. 6 Punkte hierfür, weil Süßungsmittel drin sind. Ein Punkt Abzug heißt 6 Punkte hierfür. Nee, 5 Punkte, sorry. Und Kohlensäure sind so, ja, 3 Punkte drin. Kann man mal machen, würde ich jetzt aber nicht empfehlen. Ja, und dann würde ich sagen, war es das mit diesem Video. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und bis dann.